Simon Maurer, wie groß ist die Enttäuschung nach dem 2:2 gegen VfB Dilling, der bis jetzt noch keinen Punkt geholt hat auswärts? Ja gut, wie gesagt, wir wollten jetzt nach dem Pokal, beziehungsweise nach dem Sieg jetzt, die Woche wollten wir eigentlich anknüpfen an die gute Leistung von der Mittwoch oder streckenweise gute Leistung. Ist uns teilweise ganz gut gelungen, teilweise nicht so gut gelungen und ja, im Moment wird einfach alles bestraft, die Fehler, die wir halt machen. Wir haben ja so aus dem Spiel nicht viel zugelassen, aber die zwei Chancen, die wir halt dann zugelassen haben, die waren halt beide drin. Es ist im Moment so die Situation und ja, was soll man dazu sagen, es geht immer weiter, nächste Woche ist das nächste Spiel, was soll man da jetzt? Wir werden das aufarbeiten, werden versuchen, die Fehler abzustellen und dann starten wir nächste Woche einen neuen Anlauf. Die Fans sind auch sehr sauer, die Ultras, sie haben ihren Support eingestellt in der zweiten Halbzeit, verständlich oder doch sehr überrascht darüber? Ja, natürlich kann man die irgendwo verstehen. Ja, wir müssen uns das gefallen lassen, weil wir sie jetzt wirklich gerade ja, verwöhnt haben die letzten Wochen. Ja, es ist schade, aber ist irgendwo nachvollziehbar. Aber gut, also von mir aus können sie unzufrieden sein. Wir müssen auf den Platz gucken, dass wir unsere Leistung bringen, ob die jetzt uns supporten oder nicht. Sie sind wichtig für uns, das wissen wir. Und ich weiß auch, dass selbst wenn jetzt die Zeiten schwer sind, die sind unzufrieden, aber ich weiß, dass sie trotzdem 100% hinter uns stehen und auch in Wiesbach wieder da sein werden und irgendwann wieder Knoten platzen.